So, herzlich willkommen zurück. Mein Test Critics aber Let's Play zu unserer zweiten Runde in der Mine. Wahrscheinlich von vielen, denn wir haben ja gesehen, wir haben gerade mal nicht mal ein Stack an Blei. Mal gucken, ob wir ein bisschen weiter unten ein bisschen mehr Glück haben. Weil in der oberen Mine, da war ja mit Blei, zumindest an der Oberfläche her, nicht so gut. Und an den unter, also wir können natürlich jetzt auch noch überall irgendwo auf gut Glück in den Boden graben. Aber ob das zielführend ist, weiß ich nicht. Von daher, mal gucken. So, wir gehen erstmal direkt zur nächsten Höhle. Wir haben Fackeln, wir haben Stöcke, um neue Fackeln zu machen. Wir haben Essen, wir haben Spitzhacken. Es sollte also eigentlich alles passen. Hier schon viel zu weit unten? Scheint mir fast so. Sag mal so. Upsi. Was auch gar nicht so schlimm ist. So, hier war jetzt auch eine relativ große Höhle, die jetzt hier kommen müsste, richtig? Ja, genau. Die ist zwar leider noch kaum ausgeleuchtet, sehe ich gerade. Ich sehe hier auch erstmal kein Blei drin rumfliegen. Gut, dann würde ich mal sagen, dann liegt es wahrscheinlich doch nicht an der Tiefe, dann bleiben wir doch bei der ersten Höhle und versuchen uns da auf gut Glück mal irgendwo bis weiter ins Gestein reinzubaggern. Dann tragen wir einfach mal ein paar Schichten ab von Gestein. Dann scheint das so noch besser zu funktionieren. Also genauso scheiße zu sein, meine ich doch. Halt aber. Alter, ich glaube, ich gehe bei mir gleich mal den Gamma-Wert hoch. Diese Sonne draußen ist schon ganz schön bedrückend. Was ist hier eigentlich los? Es ist auch gerade so unendlich warm wieder draußen. Das klopft da gar nicht. Das ist ja schon wieder Brutkasten. So, wir gehen einfach mal in die Richtung hier. Oh. Das war eine Fackel. Und da haben wir es tatsächlich wieder. Blei. Wobei, hier ist auch wieder eine Oberfläche. War das schon wieder? Ah, jetzt ist noch Blei. Wow. Ah, super. Mithril, du bist so wunderbar. Haben wir schon jemals Mithril gebraucht? Nee, ne? Das Einzige, was ich daraus ja mal bauen wollte, waren diese Werkzeuge, aber die haben mir auch nicht so viel gebracht, ne? Diese Sense.
aus Mithril. Aber eben der Terran. Aber er nie wieder benutzt denn. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr warum eigentlich, aber auf jeden Fall haben wir sie nicht mehr benutzt. So. Dann ist die erste Spitzhacke schon wieder hin. Haben wir ein bisschen Übersicht, was auch immer uns diese Übersicht bringt. Ah, hier ist hier ist ein bisschen ausleuchten. Aha, siehst du? Also an den Rändern haben wir definitiv mehr Glück, was Blei angeht. Warum auch immer. Ob das einfach nur Zufall ist oder ob mein Test darunter auch Unterschiede macht. Dass irgendwelche Parameter anders sind, die dem Mithril, die dem Blei zugute kommen, sag ich jetzt mal. Kann ja sein, weiß man ja nicht. Tja, haben wir natürlich wieder sehr viel Cobblestone. So, wir haben wieder etwa knapp 64, also es wird schon mal eine höhere Ausbeute als vorhin. Leuchte ich mich hier mal weiter aus. Oha, wie ist da direkt den nächsten Fund? Oh. Spitzhacke ist auch schon wieder fast tot. Wir haben wieder viel Kupfer. Und auch Blei. Das ist natürlich cool. Okay, das war's mit dem Blei. Gut, schön, dann fangen wir mal hier oben an.
so viel Eisen, wie wir einfach so mitten, ne, eigentlich beim Abbauen von einem anderen finden. Ist ja heftig. So, dich lagere ich mal ganz kurz hier aus. In unsere doch recht stabile Tasche. Die einfach mal, weiß nicht, wie viele Tonnen Gestein aushält. Oh, und da ist noch eine Spitzhacke abgeraucht gerade. Scheiße. Jetzt war ich durch das Backpack so abgelenkt, dass ich nicht mehr auf die Spitzhacke geachtet habe. Schisselte so. Oh ja. Genau, das ist der Grund, weswegen wir gleich 4 gemacht haben, 5 gemacht haben. Okay, hier wird es auch wieder weniger. So, wir brauchen erstmal ein paar Fackeln. Oh, schau mal an. Mese auch sehr gerne her. Okay, ist wieder massig Kohle. Nein! Soll die Bleiader etwa schon vorbei sein? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nö. Scheint wohl wirklich nur so eine lokal begrenzte Sache zu sein. Kann mich bitte irgendjemand davon abhalten, die ganze Zeit hier Eisen zu ernten? Das ist ja, wir haben so schon so viel. Roddy, du musst aufhören. Feierabend. So, die Frage ist, wo gehen wir auf der Suche nach neuem, nach neuem... Alter, ich vergesse immer, wie das heißt, ey Gott. Hier, noch ein Blei. Halt, ne? Wisst ihr schon. Wenn es doch gebietbezogen zu sein scheint, ne? Also entweder, weiß nicht, braucht es eine besondere Feuchtegegend oder sowas. Dann können wir doch mal hier in der Höhle rum gucken, ob es nicht vielleicht doch nicht noch irgendwo erscheint. Ja, aber jetzt auch wieder welches. So, nächste Spitzhacke ist auch gleich leer. Oh, hier ist auch sogar noch mehr.
So. 41 haben wir dann noch. Upsala. Jetzt hier war es auch immer ganz schön dunkel, ne? Achso, ja, siehst du, genau, Mobs gibt es jetzt auch keine mehr. Also Monster mich doch. Weil eben, Mobs gibt es jetzt keine mehr. Hatte gerade schon ein bisschen überlegt, wenn es dunkel wird, ne, dass uns der nicht auf einmal Monster angreift. Aber, eben. Da war ja was. Tja, Survival Server ohne Monster ist natürlich eher nicht so Survival, aber was willst du machen? Die Mods wird ja später wieder irgendwann aktiviert, wie gesagt, sobald sie wieder funktioniert einigermaßen. Jetzt lasse ich erstmal ein bisschen ruhen. Aber das war's hier mit der Stelle, dann geht's weiter. Und guckt ja mal später vielleicht mal rein. So in ein, zwei Wochen mal gucken, was ich bis dahin so getan hat. Oh, geil. Oder Blei? Nee. Nur ein bisschen Cobblestone. Was denn hier? Silber? Oder Chrom? Oder beides? Silberner Chrom? Voll witzig. Ach ja. Ja, dann bleib, bitte kommen. Na gut, dann sind die Spitzhacken dann wieder aufgebraucht. Ach, Männchen. Wie schnell die aber auch echt hier, ne? Und so. Ist ja heftigst. Eigentlich können wir doch gleich mal hier den Stein, was wir in die Kiste geschmissen haben, auch wieder rausholen. Dafür haben wir unsere Backpacks. Habe ich jetzt was hier reingepackt? Egal. So. Tada. So. Oh, schon fängt wieder unordentlich wieder an. Okay, wir haben jetzt mittlerweile fast 3 Stacks. Naja, eigentlich nicht. 2,5 Stacks, also ein Viertel von dem, was wir brauchen. Da werden wir wohl noch einige Male gehen dürfen. Heieiei. Schon mal nach. Das habe ich auch rausgenommen. Du warst da unten. Achso, jetzt brauche ich doch schon wieder.
Alles gut. Also noch schnell die Werkzeuge reparieren. Oh Mann, ey. Siehst du, haben wir noch so einen Ambosshammer? Können wir den ja. Ach, wir haben sie ja. Ja, doch, haben wir noch einen. Können wir hier jetzt noch ein bisschen weiter hier rüber das Werkzeug reparieren quasi. Was? Achso. Sehr schön. Geht nämlich, finde verbraucht zwar leider diesen Ambosshammer. Es geht aber auf jeden Fall schneller. Das muss man schon dazu sagen. Also es hat schon seine Vorteile. Ich weiß, was trotzdem soll Hammer nicht mehr machen. Das heißt, wenn jetzt der Hammer fast aufgebraucht ist, dann lassen wir das auch. Dann dient der Hammer quasi bloß noch als Ausstellungsstück, damit dieser Item-Frame dann nicht so leer ist. Ja. Vielleicht machen wir hier auf jeden Fall für diesen Werkzeugwerkstätten noch ein paar. Weil die sind ja echt, na doch, echt praktisch. Vor allem die kosten uns halt nichts. Weil, ne, Strom ist halt erneuerbar. Und, ja, von daher. Was auch immer da gerade unbedingt stand. Bin ich schon wieder zu tief gekommen? Aber ich bin viel zu tief. Wie ist denn das passiert? Steel Blacksmith Hammer cannot. Achso. Ah, okay. Weil ich versucht habe, den Hammer da aufzulegen. Und ja, normalerweise kann man diesen Unreal Hammer da auch mit dem Unreal reparieren. Aber das habe ich natürlich deaktiviert, hast du ja gesagt gehabt. Hallo, bremst doch mal! Hä? Was war das gerade? Ich kam auf die Leiter nicht rauf. Alter, willst du mich verarschen? Seit wann ist denn die Leiter massiv? Das war jetzt gerade ein bisschen seltsam. Also noch ein Versuch, ach, ich mich nicht. Jetzt geht's wieder. So. Das? Bin ich jetzt blöd? Hä? Wieso finde ich die Stelle nicht mehr? Da war doch überall Cobblestone. Bin ich jetzt total bescheuert? Alter, ich brauche Urlaub. Das war's nicht. Na, kurz hier noch müsste es kommen. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Ach, da war's, oder? Ah, geht doch. Alter. Ah, gut. Uran, Home und Wolke. Ah, gut. Einen freien Slot habe ich leider nicht mehr, sonst würde ich mir jetzt hier einfach Homepoint setzen. Aber ja. So, jetzt mal hier aufräumen. Du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da, du kommst nach da. So. Oh! Schau mal an!
Direkt vor unserer Nähe und keiner dacht was. Ich sehe nichts mehr. So. Rainbow Ohr. Es gibt zwar nichts, was wir weniger brauchen gerade, aber... Ah doch, vielleicht mit Trill. So, mal gucken, ob es hier noch ein bisschen was... Aha, aha, aber doch klar. Mensch, Ronny, lass mal das Eisen im Ohr, Alter, ist nicht hier los. Kannst du dich wieder ansehen, hier, weg da. Mithril, das hier. Ich glaube, mein Hirn hat eine Bleivergiftung, dass das niemals auf diesen Namen kommt. So, in die Richtung waren wir vorhin schon unterwegs, jetzt gehen wir mal in die Richtung, vielleicht finden wir da ein bisschen Blei. Aha, found it. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Diese Fackeln, ey. Die müssen wir echt verbieten. So, hier ist auch noch welches. Ah. So, genau hier unten sind wir von lang gelaufen. Was ist das hier alles? Ist das alles Silber? Beziehungsweise Silber oder. Nein, nee, doch, dürfte Silber sein. Chrom ist heller. Oder glänzender, also. Leider. Geht mir in die bläulich helle Richtung. Ach nee, doch Chrom. LOL. Nice. Ist ja mal voll krank. Da geht dir glatt der BH auf. Bitte was? So. Aber wo kommen wir jetzt eigentlich? Upsala. Genau, da hinten ist diese Wand. Das heißt, wir kommen aus der Richtung und müssen weiter in die Richtung gehen. In der Hoffnung, dass da unten Blei. Irgendwo Blei ist.
Stimmt, ich kann mich schon daran erinnern, dass hier, wo das Monster immer, also wo wir so hier die Monster immer überrascht haben, dass hier in der Gegend der Fehlblei war. Sehr cool. So viel lässt jetzt hier auch nicht. Ja, vielleicht sollte ich mal doch ein bisschen tiefer graben, weil eben hier ist öfters mal Blei. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass das Blei auch ein bisschen in den Boden reingeht. Hier zum Beispiel. Jetzt ist es dunkel. Oh, schon viel Kupfer vor allen Dingen auch. Ah. Ich glaube, man hat unser Kupferproblem zu wissen schon mal erledigt. Wenn wir mit der Bleiaktion fertig sind, dann haben wir garantiert noch mehr Kupfer als Blei. Also mehr als 1000. Gilt natürlich auch für Eisen, gerade für Eisen. So, von wo kamen wir? Wir kamen von da. Dann kamen wir auch mal die Richtung hier weiter. Okay, mehr scheint hier nicht zu geben. Ah, hier unten geht's weiter. Auch wieder mit Eis natürlich, klar. So, wir brauchen wieder Fackeln. Und unsere Spitzhacke ist schon wieder fast leer. Wie viel Blei haben wir mittlerweile? Ein Stack gerade mal. Das ist gar keine so gute Ausbeute gewesen. Ich meine, immer noch besser als beim allerersten Mal, wo wir gerade mal für ein Stack ungefähr 60 Blei gefunden haben. Oh, hier ist er. Okay, jetzt ein bisschen mehr. Alter, sind richtig. Alter! Not bad, not bad. Okay. Dass uns jetzt ausgerechnet hier die Spitzhacken ausgehen. So eine schöne Gegend hier gerade. Ob wir die später wiederfinden?
Doch, wollte. Quatsch, nicht Hauptmenü. Das da. Was? Sehr schön. Ah, das war doch eine relativ gute Gegend da. So, da haben wir sogar ein bisschen Blei gefunden direkt wieder. Und so wie es aussah, warst du noch lange nicht fertig. Sehr schön. So. Okay, ich glaube mal, ich lege mal direkt ein paar neue Kisten an. Also. Habe ich noch geschützte Kisten? Ja. So, dann kommt die Kiste mal unten ins Lager. Dann kommt hier nämlich ganze Eisen und Kohle und sowas rein. Also zumindest das meiste. Nicht alles, aber vieles. Da. So. Ihr könnt aber jetzt auch wieder unten rein, das sammeln wir ja erstmal. Von daher. So. Und wie gesagt, wenn es komplett überhand nimmt mit dem Eisen und dem Kohle, dann packen wir es halt einfach ins Lager. Weil nicht mitnehmen möchte ich es auch nicht, weil ich meine, es irgendwann werden wir sie brauchen. Gerade das Eisen, da merkt man ja, wir brauchen für alles mögliche Schmiedeeisen und normales Eisen und Stahlblöcke. Das ist ja geil, was alles. Bei Kohle sieht es vielleicht ein bisschen anders aus, wobei auch da haben wir gemerkt, wir brauchen relativ schnell relativ viel Eisen, gerade für irgendwelche Färbung oder für dieses komische Kohlenstoff-Metall-Zeug-Gedöns-Dings da. Ja. Aber wir haben mittlerweile schon fast die Hälfte, naja, nee. Mehr als ein Drittel auf jeden Fall von dem, was wir brauchen. Also es geht Richtung. Yay! Noch 3 Wochen. Dann haben wir es geschafft. So, komm, die letzte mache ich hier wieder hier mit. Dauert mir sonst nicht zu lange. Vielleicht bauen wir sogar noch eine. Da die letzte, fünfte ja außerplanmäßig ihren Dienst beendet hat. Tiefe Trauer. So. Haben wir wieder 5 Stück. Bleibt doch wieder ein bisschen länger durch. Ach ja. Ja. Boah. Na komm, ich will die Folge beenden. Alle warten nur noch auf dich. Mit deinem Aufmerksamkeitssyndrom, ey. So, na dann, bis zur nächsten Folge und ciao.